Ja, schon sind wir auf dem Markt um uns herum. Ja. Marktgetöse, Marktschreier und andere Menschen, die mit Obst um sich werfen. Ich habe keine Ahnung, was das Bild jetzt heute. Im März geht's mit dem 1. März auch auf den Markt los. Da gibt's nämlich ein Hörspiel, das crowdgefundet wurde. Ein neues Hörspiel aus dem Hause Hanseklang von Hannes Morhan, der ja mit der 10. Folge seinen blauen Planeten abgeschlossen hat. Und das ist jetzt quasi das zweite Projekt aus dem Haus. Heißt Der Fjord, startet mit dem ersten Teil. Wir sind sehr gespannt, was das wird. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich bin auch freudig erregt. Schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Ja, ich hoffe, das ist am ersten, also ist zumindest so angekündigt und ich denke mal, das wird auch gehalten werden. Also der erste, wir haben ja immer so zum ersten irgendwas gemacht und ja, da wird das auch irgendwie erhältlich sein werden, dürfen, können, müssen, tun. Ich hätte noch ein Verb hinzugefügt. Gut. Ja, eben schon angeteased, von Hunkeler wird es einen neuen Fall geben, und zwar Hunkelers Geheimnis, heißt das Ganze, ist eine Koproduktion von SRF und SWR und wird beim Christoph Merian auf CD erscheinen, ist angekündigt für den 1. März, wird vermutlich ein bisschen später, das ist halt eigentlich immer so, es kommt eigentlich immer parallel zur Radioausstrahlung, die erst Ende März startet, also von daher kann es auch durchaus Ende März werden, aber es ist zumindest mal für den 1. März angekündigt. Wobei, März ist ja auch Leipziger Buchmesse, kann auch sein, dass es zur Leipziger Buchmesse schon da sein wird, also Mitte März. Dann in den WDR-Hörspielspeicher. Dort gibt es ab dem 3.3. Zu hören, downzuloaden, Oblomov von Ivan Alexandrovich Goncharov, eine WDR-Produktion aus 2003. Ja, am 4. März gibt es ein Wiederhören mit einem guten alten Bekannten. Und zwar wird es was Neues von der Detektei Sonderberg und Co. geben. Und zwar den 8. Fall und die letzte Nacht der Eva Britschgotta. Das geht, das kann man nicht aussprechen, glaube ich. Britschgotta. Es gibt auch mehrere Sonderberg-Titel, die man nicht aussprechen kann. Hier die Jablokowsche Katze zum Beispiel. Ja. Da scheint jemand ein Faible für nicht auszusprechende Titel zu haben. Aber es ist ja großartig. Ich freue mich ja wie ein Schnitzel. Das ist ja der Knaller. Hätte ich nicht gedacht, dass es nochmal eine Folge Sonderberg geben wird. Total geil. Die waren nämlich immer sehr, sehr unterhaltsam. Und besonders, irgendwie ganz besondere Geschichten, auch besonders umgesetzt und dann auch so das Haptische ist ja immer sehr schön, auch bei Sonderberg gewesen, fand ich. Irgendwie eine ganz besondere Serie. Ja, cool. Unbedingt. Sehr schön. Dann in den Europa-Block. Es geht mit den Satzzeichen los. Mädelsvortritt, die drei Ausrufezeichen mit Folge 42, das Geheimnis der alten Villa. Das ist so eine TKKG-Folge, oder? Ich hätte es jetzt auch gesagt. 1:1, oder? Na, wohnt da nicht auch eine von den drei Kims in so einer Villa? Das ist doch bei TKKG genau das Gleiche. Bob zieht doch hier mit seinen Eltern in diese neue Villa ein und da geht's doch da auch drum. Eine Hommage. TKKG? Bob? Nicht Bob, habe ich gerade Bob gesagt. Der Bob bei TKKG, Entschuldigung. Karl. Bob bei TKKG. Ich weiß nicht, wie man T jetzt mehr umrichtet tut. Entschuldigung, Andreas Fröhlich. Ja, apropos Bob, die drei Fragezeichen Senioren kommen auch. Folge 180, die flüsternden Puppen. Ja, dann wird es eine Special Edition mal wieder geben von den drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen und der Zeitgeist. Mal gucken, was da dahinter sich verbirgt. Offenbar hat man sich an den sehr hörenswerten Zeitreisefall aus der letzten Sonderedition erinnert und macht jetzt eine komplette Sonderedition mit Geschichten, in der es um Zeit geht. So habe ich das zumindest verstanden. Aha, ist nicht verkehrt, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Insofern, dass er losgekoppelt ist. Ja, genau. Ist eigentlich kein Problem. Ja, ein bisschen mehr Angst habe ich vor dem Doppelschlag der drei Fragezeichen Kids. Die Folge 49, der singende Geist. Das kennen wir doch auch irgendwo hier. Die singende Schlange und der grüne Geist. Singende Schlange und grüne Geist. Ja. Und die Folge 50, auch nicht so originell, der Schatz der Piraten. Ja. Hm. Wahrscheinlich ist 51 das geheimnisvolle Geheimnis. Nein, das ist die Ferienbande. Achso, das ist die Ferienbande. Ja, dann Gespensterkrimi, Folge 7, das Gruselkabinett. Das wird immer merkwürdiger. Das ist wirklich merkwürdig. Irgendwann das Ganze gibt es auch am 4.3. Irgendwann ist verdreht in diesem März. Ja, ist merkwürdig, ja. Ja, dann wird es auch die 21 der Mord in Serie geben mit dem Titel Im Visier der Rache. Das klingt auch schon anders zumindest. Bei Contendo natürlich auch. Ja, am 4.3. wird es auch das Nachtmahl von Rainer Nikowitz im WDR-Hörspielspeicher zum Hören geben. Könnt ihr euch uns auch drauf freuen. Ja, dann nach dem Ausflug ins Western-Genre gibt's wieder einen Krimi-Thriller, ist es doch, glaube ich, aus dem Hause Ohrenkneifer, nämlich Franjo Frankowitz Stummer Wächter. Und das Hörspiel ist ähnlich wie bei Hydrophobia. Das gab's doch auch, also die Geschichte in einer anderen Umsetzung beim Hörspielprojekt, ne? Das kann gut sein. Das kam mir, siehst du, daher kenne ich es wahrscheinlich. Also irgendwie kam mir das ja schon bekannt vor. Ja,
Vielleicht habe ich mich jetzt aber auch total vertan. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so war wie bei Hydrophobia. Möglich ist das. Also wie gesagt, also kommt das auch irgendwie, entweder geistert es schon mal durchs Netz als Projekt oder... Das kann natürlich auch sein, ja. Ja. Schreibt uns. Schreibt uns, genau. Drei Abenteuer mit Till Wiesentroll, die wir jetzt auch zu hören geben. Das Ganze kommt bei Headroom raus. Ist von Ulrike Coquero geschrieben. Ich glaube, die erste Folge hatten wir gehört und die gab es bei Lübbe, oder? Wenn ich das noch richtig im Ohr habe. Kann sein, ja. Also wir hatten es auf jeden Fall gehört. Das war doch so ein Ding, was ewig verschoben wurde, oder? Genau. War das nicht damals bei, wie hieß das Label noch, wo die Totenkopfstein-Dinger rauskamen? Hearst Media. Ja, genau. Da war das, glaube ich, zuallererst angekündigt, wenn ich richtig im Ohr habe, und kam dann irgendwie dann bei Lübbe, also im Vertrieb zumindest von Lübbe Audio raus, und jetzt ist es irgendwie bei Headroom gelandet. Und jetzt gibt es auch gleich drei. Da war ich positiv überrascht, das weiß ich ja nicht. Ja, das fand ich ganz gut eigentlich. Ja. Jo, dann wieder in den WDR-Hörspielspeicher. Dort gibt's auch Brave Neue Welt von Jörg Dierenberger zu hören ab dem 8.3. Und wer sich schon immer gefragt hat, warum gibt es in diesem neuen Orcast keine Pferdehörspiele? Haha, weit gefehlt. Bibi und Tina, Folge 82, die Reiterspiele, erscheinen bei Kittings und zwar am 11.3. Höhöhö, das könnte aber auch was anderes sein. Höhöhö. Kommen wir zu Pidax. Ja. Pidax hatte ja im vergangenen Monat schon angefangen mit den Boyds und jetzt geht's weiter. Am 11.3. gibt's Dachse im Eulenlicht oder Die Suche des Peter Tallien von Edward Boyd. Die SWF-Produktion aus 1975 geht mehr in die Richtung, das, was ich vom Boyd ursprünglich erwartet hatte. Ja. Sagen wir es mal so, einsamer Wolf mit Motiven, die man am Anfang noch nicht nachvollziehen kann, kommt in Kontakt mit so einer Gruppe von Aussteigern letztlich, die auf so einem Hof hausen und natürlich dann auch Konflikt haben mit ihrer Umgebung, mit diesem Dorf, was da in der Nähe ist. Mhm. Aber es geht dann eben eigentlich um die Suche des Peter Tallien, der nach den Mördern seines Bruders fahndet letztlich. Ist das in der spanischen Flamenco-Gitarre? Ja. Die mich da total aus dem Konzept geschmissen hat. Das merke ich. Das ist bei den anderen ja auch hier mit dieser komischen Orgel, die da immer reingespielt wird, wenn der Erzähler spricht. Und so ähnlich ist es da hier auch. Und ja, das muss man mögen. Ich habe mit dem ein bisschen Probleme gehabt, muss ich sagen. Weil ich fand diese älteren geiler, diese älteren Boyds. Und hier, das ist schon eine spannende Geschichte letztlich. Also gerade diese merkwürdige Gemeinschaft von Aussteigern, die da beleuchtet wird und ihre inneren Konflikte und nach außen hin Konflikte, das ist alles nicht uninteressant, aber es wirkt halt alles ein bisschen behäbig verschwurbelt. So teilweise auch verkünstelt irgendwie. Diese Atmosphäre, diese Nebulöse. Merkwürdig, ja. Aber Christian Brückner spielt immer in die Hauptrolle. Ja. Nicht unhörenswert, aber mit Einschränkungen. Ich würde auch sagen, da ist diese Angst, die man vor Beuth hat, gerechtfertigt. So ein bisschen, ja. Ja, dann Michaela Millians Hörspiel Electric Ladyland wird nicht nur am 11.3. Uhr gesendet, sondern dann auch direkt im BR-Hörspielpool vergraben. Am 11.3. könnt ihr es also dann auch downloaden. Dann gibt es zwei Verschiebungen, die wir aber zumindest erwähnen sollten. Und zwar ist ja eigentlich für März das Gruselkabinett angekündigt, die Folge 108 und die Folge 109, der Kapitän der Polster und Heimweh. Beide werden leider verschoben, erscheinen erst im Juni. Krankheitsbedingt hat sich da etwas vergeben. Also es gibt alles, was jetzt bei Titania fürs Frühjahr angekündigt wird, verschiebt sich 3 Monate nach hinten. Schade, aber kann ja nichts machen, natürlich. Ist halt so, ja. Ist halt so. Dann John Sinclair gibt's am 11.3. dafür. Und zwar mit der Folge 107, der Kampf der Giganten. Das ist doch dann der Abschluss des Dreiteilers, müsste das eigentlich sein, des aktuellen. Soll ich mal gucken? Lass das Buch weg. muss es ja. Saurons Totenheer war die 2 und Kampf der Giganten. Du hast es schon aufgeschlagen, ich höre es schon. Ich flitter schon. Ich habe das Geräusch erkannt. Ich darf ja nicht mitmachen. Ja, lass mich raten, das geht dann Xoron gegen Shimada. Du müsst mit diesem Ding klarkommen. 100 hat 285. Band 285. Kann sich nur noch um Stimmen handeln. Genau, Xorons Totenheer ist die 1. Nee, das müsste die 2 sein. Die 1 war Shimadas Mordaugen. Achso, das ist eigentlich, sind das zwei. Ach so, sind zwei ein Zweiteiler. Shimadas Mordauge und Zombies stürmen New York ist ein Zweiteiler und dann kommt Xorons Totenheer gegen Gangster und Ghouls und Kampf mit dem Giganten. Das ist also ein Dreiteiler, in dem gestorben wird. Interessant. Zwei wichtige Figuren. Ja. Weil da haben sie, glaube ich, die Folge 50 doch mit reingenommen. Das ist doch Zombies in Manhattan, war doch die Folge 50. Ja, Zombies stürmen New York. Ob das das ist? Oder ist das wieder was anderes? Manhattan ist doch New York. Es ist in der Nähe, ja. Nee, es sind Zombies in Manhattan. Vielleicht gibt es eine Folge, die heißt Zombies in Manhattan, eine, die nur New York heißt. Ja, da haben sie sich verlagert. Nee, Zombies stürmen New York. Also es scheint dann, das könnte dann sein, dass es dann... Es gibt übrigens saugeile Titel mit Zombie. So,
Soll ich mal loslegen? Also einer, der ist jetzt noch harmlos, der könnte aber wunderbar bei der R&B Company Verwendung finden. Zombie aus dem Kerkerschloss. Dann Kerkerschloss ist auch geil. Das ist ein Schloss, das aus Kerkern besteht, oder genau. Was? Genau. So, jetzt Achtung, ab jetzt festhalten. Für Karl-May-Freunde. Der Zombie-Apache. Nein. Zombie-Ballade. Auch ja. Schön. Das ist wie im Fußballstadion. Ja, Mariah Carey wird als Zombie wieder. Ja, ja, dann der Zombie-Bus. Das ist eine Butterfahrt. Ja. Der Zombie-Pharao, fast schon harmlos, Zombie-Rache. Aber dann der Zombie-Teich. Was? Die Zombie-Zeche. Das klingt doch wie aus der Trash-Othek. Ja, und der Zombie-Zug. Das ist der zweite Teil von der Zombie-Bus. Da sind sie umgestiegen. Dann gibt es die Zombies als Titel, ist auch schon mal schön. Und Zombies auf dem Roten Platz. Zombies im Bermuda-Dreieck. Ja, das war's mit Zombies. Aber sehr schöne Zombie-Folgen, muss man schon sehen. Nicht schlecht. Apropos John Sinclair. Festhalten, es geht weiter bei der Tonstudio Braun-Serie. Und zwar mit der 13. Eine, ja, einschlägig bekannte Folge. Der Sensenmann als Hochzeitsgast. Folge 14. Das Buch der grausamen Träume. Die 15. Auftakt zum Zweiteiler Die Höllenkutsche. Und die 16. Abschluss des Zweiteilers Asmodinas frei. Dann leichte Änderungen im Genre. Lego City kommt mit Folge 16 Feuerwehr bei Universum Film auch am 11.3. raus. Ja, dann wird es den Auftakt einer neuen Serie geben bei Maritim. Nämlich am 11.3. gibt es auch Oscar Wilde und Mycroft Holmes, Sondermittler der Krone. Ja, da fehlt ein ER, glaube ich. Das sind die Sondermittler. Das ist der Kürzung zu verdanken, die wir einführen wollten. Genau, wir schmeißen das zusammen. Ja, 11.3. gibt es auch was Neues von Offenbarung 23, die Folge 62 Phantomzeit. Ja, dann geht's auch bei PDAX weiter am 11.3. Mit zwei weiteren Boys. Nämlich schwarz wird stets gemalt der Teufel und spanische Schlösser. Ersteres fand ich super, zweiteres fand ich nicht gut. Nee. Das zweite war, also wirklich fand ich gar nicht gut. Das hat sich so gezogen und fand ich auch vom Thema her irgendwie, also ging überhaupt nicht an mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich habe den nicht mal fertig gehört, weil er mich so gelangweilt hat. Dafür war der andere richtig gut. Der andere ist richtig gut, wobei ich den Titel nie auf die Reihe kriege. Also immer wenn ich das Hörspiel suche, weiß ich schon genau, ich finde das nicht, weil ich das irgendwie unter Schwarz wird stets der Teufel gemalt nie suchen würde, sondern immer schwarz gemalt oder... Man stolpert ein bisschen, ja. Ja, aber ist auch ganz schlechtes Deutsch, oder? Oder ganz, ganz gutes Deutsch und ich kann es nur nicht erkennen. Vielleicht soll es auch einfach rausstechen, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Kann das sein. Ah, der ist wirklich richtig toll, ist zwar auch wieder das übliche Thema letztlich, aber die Geschichte ist einfach spannend, weil das irgendwie so, obwohl es ja nicht wirklich ein Kammerspiel ist, irgendwie doch kammerspielartig zentriert ist auf das merkwürdige Hotel. In dem, was passiert ist vor einem Jahr und dann eben sämtliche Figuren wieder komischerweise auf demselben Fleck sind, dort eben wieder was passiert und dann eben die Zusammenhänge sich so langsam aufdröseln und alles so ein bisschen, irgendwie schon so märchenhaft verschoben ist, fand ich toll, auch stimmungsmäßig toll. Das war super, fand ich richtig gut. Ja, toll und diesmal mit Hans-Peter Hallwachs als Steve Gardner, großartig, super. Also den würde ich auch dringend empfehlen. Empfehlung, der war richtig gut, ja. Ja, weg von PDAX hin zu Potzblitz, die Zauberakademie. Da soll es den vierten Teil geben, Verschwörung der Schatten. Und das Ganze soll am 11.3. erscheinen. Dann geht's los mit Sherlock Holmes. Am 11.3. gibt's die Folge 23. Ist ja auch verschoben, Entschuldigung. Genau, ist auch verschoben. Genau wie die Gruselkabinetter wird auch die Folge 23 Silberblässe, Silberstrahl, die Geschichte. Ja. Genau, im Juni erscheinen. Und dann erscheinen wird aber am 11.3. Sherlock Holmes und Co., die Folge 22, Tod am Dock. Weißt du, was das sein wird? Nee, ist auf jeden Fall Holmes, ja. Naja. Schweif. Folge 35 und 36, die gibt's auch, weil wir ja noch keine Pferde drin hatten. Der silberne Stern und das magische Tuch bei USM wird am 11.3. kommen. Das ist doch ein Einhorn, oder? Ist das ein Einhorn? In meiner Fantasie oder in meiner Vorstellung ist das so ein fliegendes Einhorn, wo so Stern hinten rauskommt. Stern kackt. Ja, im Endeffekt schon. Den Abschluss am 11.3. macht das Team Undercover mit Folge 16 ein Team für alle Fälle. Bei Container natürlich auch. Dark Ages, das Hörspiel von Milo Rau, was der WDR neu produziert hat, ist ab 13.3. im Download-Speicher des WDR zu hören. Im BR-Hörspiel-Pool wird es dann ab dem 13.3. den Schachabend-Kriminaloper geben von Christoph Buggert und Helga Pogacar. Ja, Lina Roma von Joachim Ringelnatz, eine RBB-Produktion aus 2015, die wird es auch auf CD geben. Und zwar erscheint das Ganze am 14.3.2016.
Ebenfalls am 14.03. erscheint beim Hörverlag die Aufzeichnung des Malte Lauritz-Brigge von Rainer Maria Rilke. Eine SWR-Produktion aus dem vergangenen Jahr und jetzt eben auf CD. Mal gucken, werden wir da vielleicht was drüber sagen. Nachholen. Ich denke auch, ja. Dann gibt es was Neues von Fred, die historischen Hörspiele. Hatten wir euch, glaube ich, eine Folge schon mal vorgestellt. Ich glaube, Fred in Pergamon hatten wir, wenn ich das so richtig im Ohr habe, vor einiger Zeit mal im Programm gehabt. Und jetzt gibt es eine neue Folge, pünktlich zur Buchmesse. Am 15.03. wird Fred in der Eiszeit erscheinen. Das Ganze ist von Birgit Tetzner geschrieben und erscheint bei Ultra Rar Media. 16.03. geht's los mit dem Radiotatort, ab dann eben auch hörbar und downloadbar. Die Nummer 97, ein John von Düffel Radiotatort. Wavre Sand heißt das Ganze. Was auch immer Wavre ist. Warmer vielleicht. Ja, könnte sein. Vielleicht kriegen wir es ja noch zu hören und können euch noch im zweiten Teil des Radios berichten. Das wäre schön. Dann gleich noch klingelt. Ich mag ja die John von Düffel sehr gerne. Ja, wir sind, glaube ich, da die Einzigen, aber... Ja, das ist mir scheiße. Ja. Hollywood Shootout ist ein Hörspiel von Mira Zakan, was im WDR nochmal zu hören sein wird am 17.03. und dann auch zum Download zur Verfügung stehen wird. Ist eine WDR-Produktion aus 2008, die ich tatsächlich mal gehört habe, was dazu erzählen kann. Ja, wie der Titel schon vermuten lässt, geht es so in Richtung Tarantino. Ein schönes Roadmovie über zwei Mädels, die sich von Hollywood ein bisschen mehr versprochen haben, als sie dann tatsächlich geboten haben. Sie landen nämlich dann in der Prostitution und kommen dann auf die Gedanken, sich an denjenigen Männern zu rächen, die dafür verantwortlich sind, dass ihr Traum vom großen Star-Sein in Hollywood nicht in Erfüllung ging. Sie entdecken ein Buch, in dem es um spektakuläre Todesfälle in Hollywood geht und diesem Buch eifern sie nach und so kommt dann die Polizei auch recht schnell drauf, dass es hier sich um Serienkiller handelt, die natürlich nach diesem Muster des Buches vorgehen und geraten so auf die Spuren. Das Hörspiel ist interessant, weil man halt die verschiedenen Ebenen, also man auch immer wieder diese Metaebene holt. Es wird auch quasi über die zwei dann in diesem Hörspiel noch ein Buch geschrieben und das ist da total gut und es ist total toll erzählt. Es hat total viel Schmiss, weil es total actionreich erzählt wird und das gelingt eben auch gut. Petra Feldthoff hat Regie geführt, braucht man eigentlich schon gar nicht mehr zu sagen. Also ich bin richtig angetan. Janina Sachau und Helene Gras spielen die beiden Damen, die hier im Zentrum stehen und ich fand es total klasse. Also ich habe mich richtig gut unterhalten gefühlt und würde euch das dringend ans Herz legen wollen. Ein schönes Roadhörspiel. Ebenfalls im März wird es auch drei neue Folgen, drei an der Zahl tatsächlich, der neuen Serie vom Audioverlag geben, Sherlock und Watson, die ja mit Folge 1 und 2 im vergangenen Jahr gestartet ist und jetzt werden ja auf einen Schlag drei neue Folgen vorgelegt. Schön, freuen wir uns. Hatten wir ja damals auch schon gesagt, wie toll wir das finden, dass der Audioverlag auch quasi eigene Hörspiele wieder macht. Und dahinter steckt unter anderem Leonard Koppelmann und Viviane Koppelmann. Nicht bei allen Folgen, bei Folge 4 zum Beispiel, also es kommt Folge 3, 4 und 5 raus, fangen wir mal damit an. Und die Folge, wenn ich es jetzt recht in Erinnerung habe, 3 und 5 waren mit Viviane Koppelmann. Genau, Leonhard Koppelmann Viviane hat Koppelmann geschrieben, die 5 zusammen mit, ja. Genau, ich habe den Namen auch nicht mehr. Ich habe es jetzt nicht mehr im Ohr, ja. Die 4 ist von einer anderen Autorin und auch inszeniert von der Autorin. Das merkt man auch irgendwie, oder? Ist richtig, der setzt sich tatsächlich auch wirklich ab. Gewaltiger Sprung drin, obwohl es immer noch Holmes ist, aber die 4 ist tatsächlich eher so der Holmes, wie man... Klassischer. Ihn, ja, eher klassischer, obwohl er ja schon der moderne Holmes ist. Also es geht ja in der DAV-Reihe, lehnt man sich ja ziemlich stark an die BBC-Verfilmung ab. Von Sherlock heißt die BBC-Verfilmung, oder? Mhm. Genau. Das ist in der Folge 4 tatsächlich ein bisschen reduzierter, weil halt eben der Fall etwas klassischer ist. Wirkt doch vielleicht nur etwas klassischer, weil in der Umgebung von Die Spur des Teufels und Der letzte Tanz, also die Folgen 3 und 15, das ist dann doch schon actionlastiger. Ja, also man spricht auch in der Folge selbst von James Bond, da kommt es schon ziemlich hin. Also gerade Die Spur des Teufels. Das ist ein Agenten-Thriller im Endeffekt, wo auch wirklich die Action im Vordergrund steht. Aber letztlich, also wenn man dann auf alle 5 guckt, das ist schön. Also ich mag das ganz ehrlich gesagt, dass das wirklich eine serienintern doch eine ziemlich bunte Angelegenheit ist und sehr viel Abwechslung hat und man wirklich auch nicht sagen kann, okay, jetzt kommt die Folge, ja, dann kann man sich auf sowas einstellen. Nee, also man wird tatsächlich völlig überrascht von jeder Folge. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Das gefällt mir sehr gut. Ja, ich finde auch diese leichte Einbindung, also dieses, was ja auch die BBC-Serie hat, also diese leichte Einbindung,
Einbindung der Originalfälle. Also bei Spur des Teufels ist sie ja wirklich so ganz dezent tatsächlich nur. Ich habe immer noch gewartet, wann es denn kommt. Ja. Bis dann die Geschichte ja mit der Beleuchtung kommt. Da hat es Klick gemacht. Sehr schön, doch. Also das Konzept an sich finde ich auch gut, ja. Es ist halt schon nahe dran, ne? Auch beim letzten Tanz ist es mir halt schon auch krass aufgefallen. Die Idee ist ja schon bei Sherlock genauso auch vorgekommen letztlich. Natürlich in einer anderen Umsetzung. Wie es dann letztlich bei Sherlock und Watson passiert, das ist dann trotzdem, und wie es erzählt wird vor allem, die Erzählstruktur der Folge, diese ein bisschen komplexere Erzählstruktur, dieses Hin- und Herspringen, das ist schon sehr, sehr spannend. Also gerade beim letzten Tanz, also den musste ich doch tatsächlich zweimal hören, weil ich das irgendwie zeitlich nicht mehr auf die Reihe gekriegt hat, was wann passiert. Also ich hatte den Ablauf, das war tatsächlich ziemlich, also da muss man schon ziemlich gut mit dem Ohr dranbleiben, sonst ist man da direkt raus aus der Nummer. Also hat schon einen gewissen Anspruch. Also das ist nicht so, in Groschenkrusel-Hörspiel ist das garantiert nicht. Auch zum Beispiel die Gedankenwolken, da muss man ja auch dranbleiben. Ja, diese Feinheiten, also mit diesen Blog-Einträgen und den Kommentaren dazu, diese Figuren muss man ja auch alle auf die Reihe kriegen, genau, weil die zum Teil ja auch eine Rolle in den im Hörspiel selbst spielen. Das ist schon krass. Also ist schon echt gut gemacht. Und das fand ich am Anfang noch ein bisschen merkwürdig mit diesen Blog-Einträgen. Aber mittlerweile finde ich das ist ein super Stilmittel. Um auch eine Geschichte tatsächlich zu erzählen und immer wieder. Ist vielleicht nicht alles logisch. Ich meine, dass die Ehefrau im Blog-Eintrag als Kommentar schreibt. Komm endlich ins Bett. Ja. Genau. Aber das hat auch so einen gewissen Witz, der auch in den Folgen drin ist. Also gerade, obwohl die letzte Folge ja relativ tragisch ist, bleibt ja auch noch immer so ein Zeit für so einen kleinen Gag dazwischen noch einzubringen. Ja. Und das hält halt auch immer wieder so ein bisschen an und lässt nochmal so pausieren und lässt für den Hörer auch das Ganze nochmal wirken, was gerade passiert ist. Was also gerade beim letzten Tanz doch vonnöten ist tatsächlich. Dass man so eine gewisse Pause kriegt, bevor es dann wieder weitergeht. Ja. Doch, also das gefällt mir mittlerweile doch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ist wirklich was Frisches und was Neues. Obwohl es natürlich also den Vorwurf kann man machen und der bleibt im Raum stehen, dass es vielleicht zu nahe dran ist an der BBC-Serie, aber trotzdem. Und ich bin auch mittlerweile angetan vom Holmes. Das hat ein bisschen gedauert bei mir. Mittlerweile ist er angekommen. Gerade beim Somerset-Fall hat er mir irgendwie gut gefallen, weil er sich da selber ein bisschen zurücknehmen muss und dann auf einmal lospowert. Das hat irgendwie sehr, sehr gut in das Sherlock-Bild gepasst, das, glaube ich, die Serie auch entwickeln will. Also ich bin auch richtig angetan davon. Also mir gefällt das richtig gut. Wurde wirklich grandios unterhalten. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, das ist jetzt aber eigentlich keine Kritik, sondern bei der Spur des Teufels, das ist ja schon ziemlich dicht an Reales angelehnt. Also um nicht zu sagen, 1:1 aus der Realität entnommen. Warum man da nicht die richtigen Figuren nimmt? Also es weiß ja eh jeder, um was es geht, oder? Mhm. Aber das ist ja nicht nur ein Problem, das kommt ja immer mal wieder vor, dass man reale Ereignisse schildert, aber dann doch andere Namen nimmt. Ob man da wirklich Schiss hat, dass man da deswegen Ärger kriegt, weiß ich nicht. Nicht, oder? Dass dann der russische Geheimdienst vor der Tür steht. Ja. Das ist halt merkwürdig. Aber das ist marginal. Vernachlässigenswert. Ja, wirklich. Das ist ja, tut der Story ja keinen Abbruch, deswegen. Ja, und auch ganz toll besetzt, Stefan Kaminski zum Beispiel als Moriarty. Super. Das ist der Knaller. Also der hat garantiert auch die BBC-Serie gesehen, denn wie Moriarty da dargestellt wird, das ist schon auch nahe dran von der Figur her. Dieses völlig durchgeknallte und abseits jeglicher menschlichen Vorstellungen, dieses also wirklich Krankhafte, was er hat in der Figur. Das kommt gerade beim letzten Tanz in der ersten Szene doch sehr gut. Ja, gerade die erste Szene, die einen ja total verwirrt. Ja, ist ganz merkwürdig, ja. Das ist aber auch toll, wie da die Gedankenwolken vorkommen und da diese Ausweglosigkeit sehr schön dargestellt wird für Holmes auch selber, der nur auf Logik setzt und dann diese Logik an seine Grenzen kommt und sagt, okay, es gibt keinen Ausweg. Und er immer wieder zur gleichen Schlussfolgerung kommt. Also großes Lob, da entwickelt man sich wirklich eine sehr schöne Richtung und natürlich gerade nach Folge 5 ist man da schon erpicht zu hören, wie es weitergeht. Ja, ich bin total, also ich gehe ja mal davon aus, dass es weitergeht. Ich denke auch, Alles andere wäre ja Käse und insofern freue ich mich drauf. Also das hat mir jetzt, also diese 3 Folgen am Stück. Wobei das ja auch interessant ist, die kommen im März alle auf CD raus und die Downloads verteilen sich aber über 3 Monate. Also die Folge 3, Spur des Teufels, kommt schon im Februar als Download. Die 4. Somerset-Fall dann im März, zeitgleich mit der CD-Veröffentlichung als Download. Und der letzte Fall, den gibt es als Download dann erst einen Monat nach der CD-Veröffentlichung im April. Na, vielleicht wollte man da ja ein Zeichen setzen.
kauft euch die CD. Fände ich gut. Irgendwie. Ja. Bin halt nicht so ein großer Download-Fan. Ich mag halt, wenn man dann die CD, ist auch noch DAV, mein Liebling halt hier. Na, wie heißen sie? Digipacks. Ja. Mag ich halt. Also, wenn Martin eine Freude machen wollte, bringt alles auf Digipack raus. Ja, vielleicht gibt es irgendwann Sternenfohlen in Digipack, dann hältst du dir auch. Ja, die Freude hat dann doch irgendwann mal eine Grenze erreicht. Und das ist spätestens, wenn dann das Einhorn auftritt. Mit dem Glitzerpups hinten raus. Ja. Ich glaube, ich habe eine völlig falsche Vorstellung von dieser Serie. Wahrscheinlich ich glaube, das macht aber nichts, oder? Wahrscheinlich ist das auch so ein Hardboiled-Krimi eigentlich. Ja, wahrscheinlich. Verbrecherjäger. Ja, nichtsdestotrotz weiter im Text. Wir haben ja noch ein bisschen was im März vor uns. Genau, apropos Holmes. Es gibt noch einen Sherlock Holmes, und zwar die neuen Fälle. Da gibt es die Folge 24, das Monster von Soho, bei der Romantruhe. Ebenfalls am 18.03. Ja, bei Oettinger Audio gibt es auch was Neues am 21.03., In Crane ohne Furcht von Cornelia Funke wird erstmals zu hören sein. Und ja, nach den super Funke-Umsetzungen der letzten Jahre von den Geisterrittern über den Herr der Diebe, was war denn noch? Kam noch ganz viele. Jedem Jahr kam ein Funke raus und jetzt gibt's halt In Crane ohne Furcht. Tintenblut, Tintentod. Genau, ach ja klar, die Tintentrilogie, ja. Darf man sich drauf freuen. Und dann wieder ins Radio. Im WDR-Hörspielspeicher gibt's ab dem 22. Väter haben 7 Leben von Martin Becker und Schorsch Kamerun. Ja. Da stellen sich halt mal meine Lauscherchen auf. Das Ganze gibt's auch beim Hörspielpark. Könnt ihr euch da auch auf extra für euch gebrannten CD bestellen. Das ist immer ja ein sehr schönes Projekt vom Hörspielpark, dass man da wirklich qualitativ hochwertige Datenträger vom Autor selbst gebrannt bekommt. Also finde ich schon echt starke Sache und echt schönes Ding. Finde ich auch. Hinzustellen. Ja. Dann gibt's was ganz Spezielles, und zwar beim Audiobuch. Das Audiobuch bringt 4 Fälle für Bienzle von Felix Hubi am 22.03. Das sind die 4 Fälle Produktion des SWF aus den 80ern, / eine von 2006 und der Mord am Neckar. Bekannt durch den Tatort, die Figur, ist eben Hubi gefragt worden. Dann gab es erstmal ein Theaterstück, ob er denn nicht sich vorstellen könnte, was fürs Radio zu machen. Und dann hat er eben auch Hörspiele geschrieben, die sehr, sehr schön sind. Also ja. Die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen haben. Hat natürlich diesen Regionalcharme durch die Figur Bienzle. Aber auch die Krimis selber fand ich super. Also ja, wirklich sehr unterhaltsam. Mein Liebling ist ja Leiche in Öl, weil das halt da ist halt der Nostalgiefaktor bei mir, weil ich den schon ewig kenne und früher rauf und runter gehört habe. Das ist halt allein durch die Ausgangslage, dass da so eine Leiche im Heizöltank einer Familie im Einfamilienhaus schwimmt. Das passt irgendwie überhaupt nicht so in diese ländliche Idylle, die da transportiert wird. Das finde ich schon so stark und gut erzählt. Und das passt halt einfach dann irgendwie dann letztlich doch richtig gut zusammen. Und der ist also mein Liebling, aber ich finde auch Ein Toter hört nicht Radio super und Geh nicht mit leeren Händen. Ganz großartige Krimis. Oh ja, es ist glaube ich immer diese Distanz, die da aufgespannt wird, wodurch so eine Fallhöhe entsteht, das ist immer sehr spannend. Hier beim einen ist es ja mit der Nanotechnologie, mit der man da konfrontiert wird, was eben auch nicht so in dieses gemütlich-schwäbische irgendwie so reinpassen will, obwohl es ja doch reinpasst, weil die Schwaben sind ja auch so ein bisschen das Land der Erfinder. Und beim anderen ist es klassische Musik. Ne? Also immer so ein Kulturgap, der sich so aufspannt, was das Ganze immer so spannend macht. Weil eben die Figuren dann aus verschiedenen Welten dann aufeinander prallen und dann trotzdem irgendwie Sachen gemeinsam haben. Sehr, sehr charmant. Und ich finde das auch klasse, dass man die jetzt mal so geballt alle 4 in einer Box kriegt, also das ist schon schön und gut ab vom Audioverlag, das ist echt eine gute Idee, wäre ich in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Wenn man es dann mal so sieht, denkt man, ja natürlich, warum denn nicht schon viel früher. Echt super. Sei euch wärmstens empfohlen. Ja, am 25.03. gibt es auch Neues von den Dark Mysteries. Folge 11, Mörderisches Klassentreffen, wird bei der Winterzeit erscheinen. Jo, und ebenfalls am 25.03., da haben wir dann den Abschluss für den März, Folge 61 der Geisterschocker. Ja, mit der Mutter aller Geisterschocker-Titel, der Satan aus der Gruft bei der Romantruhe. Ja, das wäre das, was euch im März erwartet. Ihr dürft gespannt sein, wir sind's auch und wir werden euch dann im nächsten Orcast berichten, wie dann so die ein oder andere Produktion war. Dann kommen wir wieder zum Radio zurück. Oh ja, bis gleich. Bis gleich.